Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3. Momentan im Kampf und ich musste leider an der ungünstigsten Stelle ever Pause machen. Und zwar mitten hier im Kampfgebiet, weil tatsächlich in der letzten Folge bereits erwähnt, meine Maus ist ausgelaufen. Nicht ausgelaufen, wie ist. Hier los! Sie sind beim Tor! Pikine! Da ist einer! Tötet den Scheinleister! Sag mal, sieh mal ein Schwert. Ja, und deswegen, boah, das ist ja groß. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Du wirst sterben, du kleiner Schrotte! So, ich muss mal ganz kurz ein bisschen Übersicht haben hier. Ich reiß dich in Fetzen! So, das mag sein. Schronte. Na, dann holen wir uns erstmal den Bogenschützen. Was hat er gerade gemacht hinter uns? Na. Du wirst sterben, du kleiner Schronte. Ich reiß dich in Fetzen. Ja, mach das mal. So, komm her. Der eiserne Borg. Widerstand ist zwecklos. Du wirst sterben, du kleiner Schronte! So. Das war er. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade noch ein bisschen konzentriert. Und inzwischen ist eine Nacht vergangen. Draußen ist wieder hell und ich sehe nicht mehr so viel, weil es hier sehr dunkel ist. Aber egal. Wir kriegen das bestimmt hin. Hier kommen. Achso, wir müssen eh da lang. So, einmal ganz kurz hier durchs Grundstück. Dann wieder alle weiter umbringen. Da ist jemand. Ach, er ist schon tot. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Wir müssen jetzt da lang. Ich kann jetzt aus irgendeinem Grund nichts einsammeln, aber wir sind auch im Kampfmodus, okay? Hier ist niemand mehr. Dann ganz kurz rüber. Oh, warte, bevor wir rübergehen. So, einmal durchgearbeitet, weiter geht's. Letzte Chance. Ergebt euch. Das hat uns diese Hure eingebrockt. Tötet ihn, Angriff! Tötet mich, Angriff. Oh, Besuch. In den Bergfried rein. Sie werden bezahlen für alles. Das werden sie, aber wir müssen vernünftig bleiben. Und die Welt brennt. Feiglinge! Euch beide hatte ich hier nicht erwartet.
Wir dachten, du könntest unsere Hilfe gebrauchen, deshalb... Hexer, wir haben keine Zeit für Erklärungen. Wo ist Rena? Rennen werden jede Menge Fragen beantwortet, das spüre ich. Gut, dann mal los. Bist du verletzt? Haben sie dir... Du kennst mich. Das würde ich nie zulassen. Ich habe auf dich gewartet. Ich wusste nicht, wo ich suchen sollte. Sie wollten dich töten. Verzeih mir. Ich habe dich enttäuscht. Jetzt müssen wir nur Anna Henriettas Schwester finden. Wo sollen wir suchen? Weißt du das? Ich habe Roderick getroffen, den Herrn von Duntin. Er sagte mir, wo ich Sianna finde. Sag schon, dann holen wir sie. Die Zeit ist knapp. Er sagte, sie wäre in einem Zimmer im Turm. In dem Zimmer, in dem wir stehen. Was nicht wirklich wie eine Gefängniszelle aussieht. Außerdem steht hier eine Karaffe mit Wein. Ich wette, das ist der gestohlene Sangreal. Was willst du damit sagen? Das habe ich vermutet. Hör auf, dich dumm zu stellen. Ich weiß alles. Dass das alles zu deinem Plan gehört. Hexer, was soll das? Tut mir leid, Detlef. Du wurdest reingelegt. Mein Freund, bitte. Du musst hören, was Geralt zu sagen hat. Rena ist nicht ihr richtiger Name. Eigentlich heißt sie Sianna. Und Sianna ist die Schwester von Anna Henrietta, der Herzogin von Toussaint. Was für ein Quatsch ist das denn? Sianna wurde als Kind verbannt, aber sie ist vor kurzem zurückgekehrt. Sie lebte auf Duntin und führte von dort aus eine Wandergilde an. Sie schickte einen Mann nach Beauclair, den Zintrier, um Wein für sie zu stehlen, der für die herzogliche Familie bestimmt ist. Der Zintrier hat uns zu ihr geführt. Später habe ich ihn erwischt, als er ein Juwel klaute, das Sianna als Kind von ihrem Vater bekommen hatte. Tut mir leid, Detlef. Sie hat dich benutzt für ihren Plan. Komm nach Teshamutna und erkläre dich. Wenn nicht, mache ich Beauclair dem Erdboden gleich. Das verspreche ich dir. Du hast 3 Tage. Ich warte auf dich. Er ist einfach weggeflogen? Er wollte nicht voreilig handeln. Er wollte seine Nerven beruhigen. Glaubst du, dass er seine Drohung... Wahrmacht? Ich weiß es nicht. Wenn er wütend ist, ist er unberechenbar. Ich werde zu ihm gehen. Wie bitte? Nach allem, was er gerade... Du kennst Detlef nicht so wie ich. Wenn ich nicht tue, was er sagt, wird er die Stadt wirklich vernichten. Dazu ist er mehr als in der Lage. Du scheinst noch einen letzten Funken Ehre zu besitzen.
Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nun, das scheint wirklich die beste Möglichkeit zu sein. Herrin, wir müssen vorsichtig sein. Die Wachen haben hier Vampire gesehen. Sie könnten noch da sein. Vampire oder nicht, meine Schwester ist hier. Findet sie! Gnädige Herrin, das... Sienna, es stimmt also. Du bist es. Schwester, Liebste, wo bist du da nur reingeraten? So besorgt? Ich bin überrascht. Ist das etwa ehrlich gemeint? Du bist verbittert, das verstehe ich. Aber ich verspreche dir, dass wir die unschönen Angelegenheiten der Vergangenheit alle bewältigen werden. Wir sprechen später darüber. Hauptmann, begleite Sienna zum Palast. Ich komme zu ihr, sobald wir zurück sind. Wie du wünschst, gnädige Herrin. Hexer, ich danke dir. Ich kann es nicht fassen, dass meine Schwester die ganze Zeit über so nah war. Roderick von Duntin wird sich für Verrat und Erpressung verantworten müssen. Roderick wurde hintergangen und benutzt. So wie der Vampir. Steht inzwischen fest, wer seine Geliebte entführt hat? Wir haben herausgefunden, dass Sienna den Vampir erpresst und ihm befohlen hat, diese Menschen zu töten. Was? Was für ein Unfug ist das denn? Sie ist seine vermisste Geliebte. Sie hat ihre eigene Entführung vorgetäuscht, damit er auf ihre Wünsche eingeht. Er war ein Werkzeug. Der Plan stammte von Sienna. Sie steckte dahinter. Du irrst dich. Du musst dich irren. Das kann nicht sein. Gnädige Herrin, ich kenne diesen Vampir und... Was? Du kennst ihn? Wer ist das? Detlaff. Derselbe, mit dem ich vor kurzem an einem Tisch saß und der mir von Nazair erzählt hat? Gibt es noch was, das ich vielleicht nicht weiß? Etwa ein Drache, der unter der Gorgo wohnt? Ist hier sonst noch jemand ein Vampir? Wo ist er jetzt? Er wartet auf Sienna. Wenn sie ihn nicht zu einer bestimmten Zeit trifft, wird er Beauclair zerstören. Er wagt es, uns zu drohen? Gnädige Herrin, wir haben 3 Tage, um ihm Sienna zu bringen und... Ich will kein Wort mehr hören! Du hast 3 Tage, mir seinen Kopf zu bringen. Keine weiteren Geheimnisse, keine helfenden Vampire. Ich will haben, wofür ich bezahle. Den Kopf des Biests. Das ist das einzige Wort, was mir dabei einfällt. Oh Mann, ich habe schon gedacht, sie wird ihn treffen, er wird Beauclair verschonen und irgendwie wird es dann weitergehen, aber das ist jetzt leider unschön gelaufen. Verdammt. Und sie wird ihre Schwester mit Sicherheit auch nicht wieder rausrücken. Meinst du, die gnädige Herzogin hat sich beruhigt? Kaum. Sie vergisst nichts, nimmt nichts zurück. Vor allem keine Drohungen. Tja, selbst ich muss zugeben, dass Detlaffs Betragen höchst unangemessen war. Verwerflich gar. Bist du nervös? Warum sollte ich? Mal sehen. Du kommst mit leeren Händen von der Jagd. Keine Trophäe. Keine neue Spur zum Prahlen und Verfolgen. Ich kann gar nicht nervös werden. Die Mutationen, du erinnerst dich? Ja, natürlich. Deine Standardausrede, wenn dir ein Gespräch unangenehm ist. Scharf beobachtet. Wechseln wir also das Thema.
Und wie reagieren deine Kunden üblicherweise, wenn du ihre Erwartungen nicht erfüllst? Kommt drauf an. Bauern werden ausfallend. Händler verlangen ihr Geld zurück. Adlige lassen meist nur die Hunde los. Und Herrscher? Die drohen mit dem Galgen. Die höchsterlauchte Herzogin erwartet die Herren. Mein Galgen. Edle Herrin, das Volk verlangt nach Strafe für Siana. Sie hat schreckliche Verbrechen begangen und allzu viel Blut vergossen. Noch ein Wort, Palmerin, und ich vergieße noch mehr Blut. Deins. Zum letzten Mal. Siana hat viele auf dem Gewissen, das ist wahr. Aber sie ist auch meine Schwester. Uns verbinden eine gemeinsame Kindheit und Blutsbande. Ich lasse nicht zu, dass sie gelyncht wird. Höchsterlauchte Herzogin, ich fürchte, die Massen werden sich erheben und mit Fackeln und Mistgabeln das Gefängnis stürmen. Sollen sie doch. Dort finden sie sie nicht. Siana befindet sich an einem sicheren Ort und wird vor Gericht gestellt, sobald wir diesen verfluchten Vampir los sind. Nach euren Gesichtern zu urteilen, dauert das wohl noch eine Weile. Wir taten, was wir konnten, aber... Meine Geduld geht zur Neige, Geralt. Wo ist er? Wo ist Detlaff? Wir arbeiten daran, es herauszufinden, edle Herrin. Hältst du mich für schwachsinnig? Das würde mir nicht einfallen. Es ist mir einerlei, woran ihr arbeitet, gearbeitet habt oder noch arbeiten werdet. Ich will Ergebnisse, die es bisher nicht gibt. Ich gehe bisweilen auf Fuchsjagd. Wisst ihr, wie das funktioniert? Der herzogliche Weidmann lässt die Hunde los. Sie nehmen die Fährte des Fuchses auf, stellen ihn und führen die Jagdgesellschaft hin. Alles binnen einer Stunde. Du, Hexer, hattest eine Woche. Dazu die Hilfe meiner besten Ritter. Doch gestellt hast du rein gar nichts. Ich glaube, meine Hunde hätten sich klüger angestellt. Ja, erstens wohnen die Füchse, können die Füchse sich nicht unsichtbar machen, wegfliegen, womöglich auf einen anderen Kontinent. Zweitens waren die Füchse nicht mit ihrer Schwester zusammen. Drittens hat sie jetzt ihre Schwester, hätte man nur das Biest gelegt, wäre ihre Schwester immer noch weg und würde vielleicht einen Angriff gegen Beauclair führen oder irgendwas. Sie wollte ja den Thron haben. Also wäre alles noch viel schlimmer gekommen. Dann lass doch deine Hunde ran. Ja. Gestatte mir, auf einige subtile, doch grundlegende Unterschiede zwischen höheren Vampiren und Jagdwild hinzuweisen. Ach was, ähnliche Unterschiede wie zwischen flauen Witzchen und hochverräterischen Beleidigungen? Hüte deine Zunge, Hexer. Und nun zur Sache. Sagt mal... Habt ihr überhaupt etwas vollbracht? Edle Herrin, offenbar hat Siana Detlaff betrogen und benutzt, um die Ritter zu ermorden, die sie ins Exil eskortiert haben. Wir sehen uns veranlasst zu glauben, dass... Edle Herrin! Vampire! Was? Rede schon! Vampire! Greifen die Stadt an! Hauptmann de la Tour verteidigt den Platz bei der Anlegestelle. Aber so viele Tote. Verdammt. Sie wollte nicht hören. Wenn dieser Detlaff Krieg will, kann er welchen haben. Geralt, an die Arbeit. Und keine Ausreden mehr. Palmerin, du... Bring sie hier raus. Na, das fängt ja wieder großartig an heute. Huch. Die Maus ging gerade nicht. Was ist los mit der? Wo ist sie hin?
Komm schon. Dein Hintern ist zu... Ich mach mal ganz kurz Folgendes. Ich repariere mal ganz kurz das Schwert, bevor mir das um die Ohren fliegt. Ach, da unten. Gott sei Dank. Ich dachte schon. So. Wir haben die... Das ist aber nicht die Stahlwaffe, die gerade aktiviert ist, oder? Sianna hat die Verabredung nicht eingehalten. Und, tja, Detlef hat es ernst gemeint. Scheint so. Jetzt brauchen wir einen Plan, der was taugt. Das hier geht zu weit, verdammt. Regis, du hast erwähnt, dass es eine Möglichkeit gibt, Detlef hervorzulocken, die dir aber zu gefährlich ist, um sie zu nutzen. Habe ich das so gesagt? Dann vergib, dass ich mich so missverständlich ausgedrückt habe. Gefährlich ist eine skandalöse Untertreibung. Regis, ein weiterer innerer Monolog aufgrund eines persönlichen Dilemmas. Würdest du mir bitte einfach sagen, wie man Detlef zu einem Treffen zwingt? Alles zu seiner Zeit. Zuerst, Geralt, möchte ich dir eine Alternative vorstellen. Immerhin könntest du Detlefs Forderung erfüllen und seine geliebte Sianna befreien. Du meinst, Detlef glaubt noch, dass Sianna unschuldig ist? Ich glaube, er hat Verdacht geschöpft. Das muss er. Und er will begreifen, was passiert ist. Und deswegen hat er dem gesamten Herzogtum den Krieg erklärt? Tja, nun, Mäßigung war nie seine Stärke. Du willst Sianna wirklich befreien und Detlef ausliefern? Ich kann nicht glauben, dass du das für klug hältst. Es ist schwer zu glauben, ich weiß. Aber Detlef ist nicht böse, sondern nur impulsiv. Er muss sie sehen und mit ihr sprechen. Dann verschont er die Stadt. Selbst wenn ich einverstanden bin, Anna Henrietta wäre es niemals. Kann mich nicht in Sinn vorgeschlagen zu haben, sie um Erlaubnis zu bitten. Oh, Scheiße. Dieses Treffen. Was ist, wenn es nicht so läuft, wie du sagst? Was, wenn es zum Kampf kommt? Garantierst du für Siannas Sicherheit? Es ist überaus unwahrscheinlich, dass... Ich will keinen Vortrag über Wahrscheinlichkeiten, sondern eine klare Antwort. Ja oder nein? Ich schwöre, dass hier kein Haar gekrümmt wird. Ich habe jede Menge Vorbehalte. Wir wissen nicht einmal, wo Sianna festgehalten wird. Du hast die Herzogin gehört. Im Gefängnis ist sie nicht. Das ist kein Vorbehalt, sondern eine Ausrede. Ich bin sicher, dass du sie finden kannst, wenn du es dir nur vornimmst. Ich könnte Damien fragen. Die Herzogin behandelt ihn wie einen Schoßhund. Er ist meistens in ihrer Nähe. Vielleicht weiß er mehr. Na bitte. Ich wusste, dass dir was einfällt. Bravo. Habe ich deine Vorbehalte damit zerstreut? Nicht so eilig. Wir sind noch nicht fertig. Wie würde ich Detlef denn aus dem Versteck locken, wenn ich wollte? Mit Jungfrauenblut? Nun,
Irgendwo in der Gegend lebt ein seltenes Wesen. Einer der Unsichtbaren. Es sind uralte, mächtige Vampire, die zu den Ältesten und Stärksten gehören. Mhm. Und? Toussaint ist das Territorium dieses Unsichtbaren. Alle Vampire schulden ihm Gefolgschaft, solange sie hier sind. Er braucht es nur zu verlangen und Zeit und Ort festzulegen, dann muss Detlaff erscheinen. Wie bringen wir diesen Unsichtbaren denn dazu, Detlaff herbeizurufen? Wir müssen ihn überhaupt erst mal finden. Der Unsichtbare empfängt keine Fremden, wenn es nicht sein muss. Aber Leute von hier, Orianna zum Beispiel, weißt du, sie ist auch... Ja, das dachte ich mir. Also schön, sagen wir, sie bringt mich zum Unsichtbaren. Was dann? Weiß ich nicht. Du wirst wohl improvisieren müssen. Verstehe. Also muss ich ihn entweder erpressen oder besiegen. Du kennst meine Wahl. Wenn wir Sianna befreien und zu Detlaff bringen, besteht eine Chance, dass wir und Detlaff aus diesem Schlamassel alle lebendig rauskommen. Regis, ich will dir nicht das Schwert auf die Brust setzen, aber ich muss es wissen. Wenn ich beschließe, gegen Detlaff zu kämpfen, auf wessen Seite stehst du dann? Wenn du meinst, dass dein Schwert die einzige Lösung ist, werde ich dir nicht im Weg stehen. Das weiß ich zu schätzen. Das hoffe ich doch. Und nun sag mir, was wirst du tun? Ja, das ist die Frage. Am liebsten, ich bin ganz ehrlich, am liebsten würde ich beides tun. Ich würde zuerst die Lösung nehmen, die mir nicht behagt, und das ist, suchen wir Orianna. Und dann würde ich die Lösung nehmen, die mir mehr behagt, und das ist Sianna befreien, denn sie hat ihn benutzt, sie hat von Anfang an pipapo. Wir könnten uns damit, es ist ein Risiko, weil wir die Schwester quasi, naja, in Gefahr bringen, aber andererseits, die Schwester war schon lange in Gefahr, die Schwester ist für die Tode verantwortlich und so weiter und so fort, und sie wird sich der Gerechtigkeit eigentlich, theoretisch muss sie sich der Gerechtigkeit stellen, denn die Bestie war natürlich die ausführende Gewalt, wurde aber gezwungen, und zwar von Sianna. Also Nummer 1 ist mir die liebste Lösung. Ich würde jetzt erstmal Nummer 2 wählen, erstmal Nummer 3 und dann speichern. Aber wahrscheinlich wird Nummer 3 heißen, wir müssen uns jetzt entscheiden. Keine Ahnung. Ich muss nachdenken. Keine leichte Entscheidung. Das verstehe ich. Erlaube mir, dich deinem Dilemma zu überlassen. Ich werde in der Stadt gebraucht. Ich kann die Ereignisse zwar nicht aufhalten, aber vielleicht kann ich die Opferzahlen begrenzen. Wenn du dich entschieden hast und vielleicht etwas erfährst, sag es den Raben. Ich finde dich. Ich würde gerne beide Wege sehen. Ich will beide Storylines sehen. Großwildjäger. Finde Damien und frag ihn, was ist ein Großwildjäger? Kümmere dich um die Vampire, die die Stadt angreifen, bevor du... Ja, das mache ich auf jeden Fall. So, die Nacht der langen Zähne. Patrouille auf nüchternen Magen. Eine Sache ist natürlich noch wichtig. Ich meine, ob wir jetzt schon unten sind oder später. Wir werden erst einmal werden wir versuchen, die Stadt mit zu befreien. Wenn das überhaupt geht, hätte ich gar nicht gedacht, dass es geht. So, und die größte Frage ist natürlich, wie kommen wir von hier weg und wo müssen wir hin, um diese Quest zu verfolgen? Der Recke der Herzogin. Momentan solltest du andere Probleme haben, als über mich zu spotten, Freund. Ganz ruhig, keine Schlägereien. Ich wollte ausweichen. Dann dämmen wir das Ganze mal ein bisschen ein. Muss ich die ganze Stadt absuchen jetzt? Na, großartig.
Vielleicht ist es ja nur eine gewisse Anzahl an Vampiren und dann können wir wieder weitermachen. Ich will auf jeden Fall die Vampire plätten. Ich will hier die Verluste in Grenzen halten. So, gehen wir weiter nach unten. Hier könnte man eine schöne Schnellreise machen. Das geht natürlich auch, aber momentan vielleicht ein bisschen ungünstig. Ich finde das süß, dass die Leute jetzt Knoblauch und Spiegel dabei haben gerade. So, hier ist nichts. Gut. Wir gehen weiter rein. Göttern sei Dank. So, ja, möge sie das tun, aber momentan haben wir heute noch keine Zeit dazu. Okay, Rüstung, Rüstung, Rüstung. 40% müssten reichen. Jetzt sind wir bei 90. Und weiter runter. Ich dachte ehrlich gesagt, es ist eine riesige Flut an Vampiren, aber zum Glück sind es immer nur Einzelvampire, wobei, das sind sie bis jetzt. Ich glaube, wir sind im Einsteigermodus. Ich kann mir vorstellen, es wird noch haariger, je weiter wir nach unten kommen. Und zwar dorthin. Schneller! Schneller, verdammt! Und was uns dort drüben erwartet, das sehen wir natürlich erst in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl. Wolves asleep amidst the trees.